Ich möchte dir heute zeigen, wie du zwei Socken gleichzeitig strickst, und zwar auf einer Rundstricknadel. Die hat hier ein 80 cm Seil und unsere Socken haben natürlich ein Bündchen, ein Schaftmuster mit Muscheln und eine Crazy Herzchenferse, bei der du am Rand keine Maschen mehr aufnehmen musst. Und sie haben eine Sternchenspitze. So sieht die aus. Und wie gesagt, das Schöne ist, du strickst beide Socken gleichzeitig, das heißt, ein Socken ist kein UFO mehr. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Um zwei Socken gleichzeitig zu stricken, brauchst du natürlich als erstes Sockengarn, ganz klar. Ich habe mich jetzt hier für Opal entschieden, und zwar eine Sechsfachwolle, einfach deswegen, damit die Runden für dich nicht so lange dauern. Du kannst natürlich auch ein vierfädiges Sockengarn nehmen und das mit einem vierfädigen Garn machen. Dann musst du natürlich mehr Maschen anschlagen, aber das siehst du alles in der Sockentabelle, die ich hier als Anleitung mit angehangen habe. Die findest du unten verlinkt unterm Video. Dann habe ich ja gesagt, wollen wir Socken, und zwar wollen wir zwei Socken gleichzeitig stricken, und zwar auf einer Rundstricknadel. Dafür brauchst du natürlich eine Rundstricknadel. Hier. Ich habe mich heute an der Stelle für Pony Slick entschieden. Erstmal finde ich, ist dieses Set, in dem die kommen, so in einem Ständer. Ich mache den mal auf. Hier stehen die alle wunderbar drin. Oben hast du gleich im Ständer drin eine Maßtabelle, eine Nadellehre, und da sind dann halt auch die Seile, die Endkappen und so weiter aufbewahrt. Ich finde das Set von der Aufmachung her sehr süß. Und die Nadeln sind halt, wie du hier sehen kannst, natürlich ein austauschbares Nadelsystem. Und zwar haben die hier hinten so eine kleine Kugel. Und das ist ein Schraubsystem, also kein Stecksystem. Das lässt sich sehr leicht lösen. Da, man schraubt hier das Seil in die Nadel und hier diese kleine Kugel verhindert halt eben, dass es da irgendeinen Übergang gibt. Der Übergang ist sehr schön soft, was natürlich bei Socken auf der Rundstricknadel ganz, ganz wichtig ist, weil man die Nadel und das Seil permanent durchziehen muss. So, und jetzt geht es auch schon direkt los. Und zwar entweder braucht ihr, um zwei Socken gleichzeitig zu stricken, zwei Knäuelwolle, und zwar für jeden Socken ein Knäuel. Ich habe jetzt hier ein Knäuel und stricke das einmal von innen und einmal von außen ab. Aber Achtung, da muss man ein bisschen aufpassen, dass sich die Wolle dann nicht mit sich selber verheddert. Also hier wäre der äußere Faden, und dann hole ich mir den inneren einmal raus. Mal kurz nach dem Eingang gucken. So, da ist er draußen. Jetzt habe ich hier natürlich so ein bisschen gleich ein ganzes Knäuel rausgezogen. Das ist aber nicht so wild. So. Ihr müsst, wie gesagt, wenn ihr mit einem Knäuel strickt, ich mache das ganz gerne mal, dann müsst ihr wirklich sehr, sehr gut darauf achten, dass sich das nicht verheddert. Also sprich, das Äußere mit dem Inneren, das passiert natürlich, weil sich das äußere Knäuel dreht und sich dann hier um den Faden dreht, der da aus der Mitte kommt. Ihr müsst dann einfach zwischendurch ein bisschen aufdrehen wieder. So, ich suche mal eben den Anfang und dann kann es losgehen. So, da ist der Anfang, der zweite. Das heißt, ich habe hier einen Anfang in Rot. Da. Und den zweiten Anfang, der ist blau bei mir. Ist auch ganz gut, dann siehst du direkt, wie ich hier anfange. Ich empfehle einem Anfänger auf jeden Fall, mit zwei Knäueln Wolle zu arbeiten. So, als erstes müssen wir natürlich die Maschen anschlagen. Und wir stricken heute ganz klassische Socken, die gehen von oben nach unten. Und ich stricke einen Crazy Kreuzanschlag als Anfang. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall einen langen Endfaden. Den habe ich jetzt etwa 80 cm lang. So, und zwar
schlage ich an, meine erste Schlaufe. Und dann lege ich los. Und für meine 6-fädige Wolle schlage ich 48 Maschen an und ich nehme hier Nadelstärke 3 bis 3,5, je nachdem, wie dick eure Wolle ist. Und das müsst ihr auf jeden Fall auch mal kontrollieren. Ich habe mich hier für eine Nadelstärke 3,25 entschieden. Aber die meisten Wollen, ihr seht, das Garn ist relativ dünn, kommen auch mit einer Nadelstärke 3 aus. So, ich bin schon am Anschlagen. Das heißt, bei 6-fädiger Wolle und meiner Schuhgröße 39,40 brauche ich insgesamt 48 Maschen für einen Socken. Das heißt, da wir das auf einer Rundstricknadel stricken, nehme ich jetzt hier mit meinem ersten Garn die Hälfte davon auf. Also 24 Maschen. Wenn du jetzt einen ganz normalen 4-fädiges Sockengarn hast und nicht unser 6-fädiges, dann hast du wahrscheinlich auch Größe 39,40 und strickst also mit 60 Maschen dann bei einem 4-fädigen Garn. Das heißt, du nimmst dann erstmal 30 Maschen auf. So, jetzt muss ich mal zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 und 24. Ich habe sogar schon 2 zu viel. Die muss ich jetzt hier wieder runterschmeißen. So. Zack. Weg damit. Die brauche ich jetzt nämlich noch nicht, denn ich brauche erstmal die Hälfte. 24 Maschen mit dem ersten Garn und dann schiebst du das schön auf die Nadel drauf. Das kann jetzt hier erstmal eine Runde parken. So, und dann nehme ich meinen zweiten Faden und lass mir hier auch genügend Restgarn stehen für meinen Anschlag. So. Und mit dem zweiten Faden schlage ich jetzt alle Maschen an, also 48. Allerdings schlage ich auch zuerst 24 Maschen an. Und dann werden die auf der Nadel schon mal aufgeteilt. Aber ich muss jetzt hier nicht absetzen wie beim ersten Garn. Du kannst natürlich auch deine Maschen gleich komplett anschlagen und dann erst die Schlinge durchziehen. Denn die Technik, mit der wir stricken, nennt sich Wunderschlinge. Oder du machst es wie ich, du strickst erst die Hälfte der Maschen auf, ziehst dir dann direkt deine Schlinge und nimmst dann die andere Hälfte der Maschen auf. Das ist je nach deinem persönlichen Gusto dir überlassen. So, und jetzt muss ich auch mal hier zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Na, das haben wir ja fast geschafft. 20, 21, 22, 23 und 24. Ich habe jetzt also auch mit meinem zweiten Garn die Hälfte der Maschen aufgenommen. Und jetzt ziehe ich die auf die Nadel und ziehe hier eine Schlinge raus. So. So, ich habe jetzt also meine Schlinge hier durchgezogen und dann nehme ich jetzt meine anderen 24 Maschen auf und zwar direkt hier dran und ich achte auch darauf, dass ich direkt hier dran bleibe. So, das heißt, ich lege meine Nadel hier ganz dicht dran und ziehe meine Maschen dann eben da auch dicht dran und nehme meine Maschen auf. So, wenn du das durchgängig machst, dann musst du nachher einfach in der Mitte nur die Nadel durchziehen und musst eben nicht darauf achten, dass die hier unten wieder zusammenkommen. Siehst du, aber man sieht halt hier auch keinen Unterschied. So, und jetzt eben auch 24 Maschen noch mit diesem Garn. Das mache ich natürlich auch und das mache ich mal fix alleine. So, jetzt sind also auch hier meine 24 Maschen, also die zweite Hälfte auf der Nadel. Und entweder hast du das genauso gemacht wie ich oder du hast 48 gleich aufgenommen. Dann musst du jetzt hier die Schlinge bei 24 rausziehen, dass das Ganze so aussieht mit der Schlinge.
So, jetzt ziehe ich hier weiter an der Schlinge und dann siehst du schon, kommt hier der andere Socken an mich herangewandert. Dann ziehe ich mir hier vorne die Nadel raus. Ich empfehle dir übrigens ein Seil von mindestens 80 cm. Wenn du noch nicht so viel Übung mit der Wunderschlinge hast, dann nimm dir lieber ein Seil von 1 m. Ja, also wirklich eher ein längeres Seil. So, jetzt habe ich hier alle Maschen hinten auf der Schlinge, da. Meinen Faden von diesem Socken habe ich noch auf dem Finger. Den lasse ich jetzt fallen. Jetzt muss ich meine Fäden von der ersten Socke wieder nehmen. Da ist mein Endfaden und da ist mein Arbeitsfaden. So. Und da ist mein Endfaden. Und wirklich darauf achten, dass ich den Faden von der Socke habe und den anderen hier, der bleibt bitte schön bei der Socke, ja? Also wirklich darauf achten, dass die Fäden hier sind und die anderen Fäden jetzt hier. Und jetzt nehme ich auch hier von meinem ersten Socken, mit dem ich angefangen habe aufzuschlingen, die zweite Hälfte der Maschen auf. Also wir erinnern uns, wir hatten hier 24 Maschen und das heißt, ich muss natürlich auch hier genauso wie beim ersten Mal 24 Maschen aufnehmen. Und dabei eben auch darauf achten, dass ich hier wirklich schön dicht dran bin. Hier kommst du nicht umhin, wenn du es dir beim ersten Mal gespart hast. Aber hier musst du wirklich auch darauf achten, dass du schön am ersten Stück dran bist. So, zwei habe ich schon. Und die restlichen 24 folgen jetzt. Und das mache ich auch mal fix. Und 24. So, jetzt habe ich auch hier meine zweite Hälfte der Maschen angeschlagen. So, jetzt hängt da vorne meine zweite Spitze und die muss ich mir jetzt in Arbeitsposition ziehen. Das heißt, ich schiebe die Spitze auf jeden Fall erstmal durch, denn die brauche ich jetzt zum Abstricken. So, und jetzt siehst du, dass hier meine zwei Socken direkt nebeneinander auf der Nadel hängen. So, hier ziehe ich die Schlinge raus. Da ist Socken 1 und da ist Socken 2. Jetzt kippe ich das Ganze einmal nach rechts. Den Arbeitsfaden vom aufgenommenen Garn kannst du noch in der Hand behalten, denn den brauchst du jetzt. Dann musst du eins kontrollieren. Und zwar ist mein Endfaden. Musst du eins kontrollieren, dass die Maschen hier auch gerade liegen und nicht verdreht. Ich finde, es macht sich besonders gut, wenn zwei Nadeln parallel liegen, weil da sieht man das sehr schön. Hier ist also nichts verdreht bei mir. Und dann ziehe ich die untere Nadel, an der oberen Nadel hängt mein Arbeitsfaden dran. So. Und die untere Nadel schiebe ich dann in die Maschen hinein. So, denn von der wird ja jetzt abgestrickt. So. Und dann kann ich die obere Nadel herausziehen, bis sich hier auch wieder eine Schlinge bildet zum Abstricken. Auf der anderen Seite ist die Schlinge auch immer noch da. So, hier. Da hängen die auf der gleichen Schlinge drauf. So. Und jetzt nochmal kurz nachkontrollieren, liegt alles gerade? Ja. Und jetzt beginne ich direkt mit meinem Bündchen. Und ich für meinen Teil mag heute ein Bündchen aus zwei Maschen rechts, zwei Maschen links stricken. Wenn du ein Bündchen aus ein Masche rechts, eine Masche links haben möchtest, dann kannst du das natürlich auch stricken. Also strick das Bündchen jetzt an dieser Stelle, wie es dir beliebt. Ich mache zwei rechts, zwei links. Ich finde, es sieht schön aus und es sitzt auch gut. Und deswegen mache ich das heute. So, und für mein Bündchen stricke ich natürlich zuerst die Maschen der ersten Nadel ab. Das heißt, das, was du jetzt hier drauf hast, wenn du mit einem Nadelspiel stricken würdest im Vergleich, ist das, was du auf Nadel 1 und 2 hast. Die hängen jetzt hier drauf, insgesamt auf dieser Rundstricknadel.
So. So, und jetzt habe ich meine Reihe fast fertig. Das heißt, das ist eine halbe Reihe vom ersten Socken. So, und wenn wir uns das jetzt angucken, hier ist der zweite Socken. Da, das ist der erste Socken. Der rechte von mir aus. Jetzt ist ja die zweite Hälfte von diesem rechten Socken, die ist hier hinten drauf. Und ich komme ja jetzt da nicht dran, weil da ist ja keine Nadel, mit der ich das abstricken kann. Da ist nur Seil. Deswegen weg mit dem Faden. Der geht beiseite, der hat jetzt Pause. Jetzt kann ich hier meine Schlinge nachziehen und hier die Nadel rausziehen. So. Das sieht am Anfang ein bisschen friemelig aus, aber ich verspreche euch, es ist leichter als es ist. Hier hinten hängt mein zweiter Socken auf der Schlinge. Den schiebe ich mir jetzt auch auf die Nadel drauf. Das heißt, den ersten Teil schiebe ich mir auf die Nadel drauf, denn die Schlinge teilt uns ja die Socke in zwei Teile. Und so soll das auch sein. So, einmal drauf. Komm her. So. Und jetzt ist auch, wie beim ersten, schön kontrollieren, dass die Maschen hier alle parallel liegen. Und jetzt ist auch hier hinten vom ersten Socken mein Arbeitsfaden. Da ist er. Das da ist der Anfangsfaden. So, der kann weg hier. Und da ist mein Arbeitsfaden, der rote. Hier ist er hell. Das siehst du. Vielleicht probierst du deswegen auch diese Socken mit einem Verlaufsgarn oder wie ich eben auch mit diesem Regergarn zu stricken. Die Farbe heißt übrigens Kullerkeks. Finde ich sehr süß, weil dieser Fisch hier, da, wo ist es? Da, wegen dieses Fisches. Kullerkeks, sehr süße Farbe, finde ich. Und es macht sich auch ganz gut, wenn man durch die Farben schon ein bisschen unterscheiden kann, bei welchem Faden man ist. So. Jetzt ist hier eine halbe Reihe von meinem ersten Socken gestrickt. Da. Da hängt der Faden. Den zweiten Faden von hier habe ich aufgenommen. Hier ist die Runde noch nicht geschlossen. Und das machen wir jetzt. Und jetzt stricke ich natürlich auch hier mein Bündchen. Und zwar eine halbe Reihe. Und ich stricke natürlich auch wieder hier zwei Maschen rechts, zwei Maschen links. Und die erste musst du gucken, dass du sie schön anziehst. Mensch, ich will jetzt meinen. Der greift mir das nicht. So. Und bei der ersten Masche musst du gucken, dass du sie auch schön anziehst. Da. So. Übrigens sind diese Nadeln auch sehr schön spitz. Das eignet sich natürlich gerade gut für sowas. So, also zwei Maschen rechts, zwei Maschen links oder je nachdem, wie du dein Bündchen magst in deinem Gusto. Das ist dir überlassen. Und zwar strickst du das bis hier zur Schlinge, also bis du die Nadel wirklich abgestrickt hast. So, was habe ich jetzt? Eine linke. Und ich mache das auch mal bis zum Ende der Reihe. So. Da bin ich auch am Ende der Reihe angekommen. Meine letzten beiden Maschen sind da. So. Und jetzt habe ich sowohl auf dem rechten Socken als auch auf dem linken Socken jeweils eine halbe Reihe gestrickt. So, jetzt kann ich den Arbeitsfaden aber drauf lassen, denn wenn ich hier hinten an dem Seil ziehe, da habe ich schon meine zweite Nadel, von der ich abstricken kann. Und genauso soll das auch sein. Das heißt, ich ziehe die Nadel in Arbeitsposition und die andere, die hier vorne, ziehe ich raus. So, und schiebe damit natürlich die Socken hier in Parkposition. Und dann achtet drauf, dass ihr hier beim Ziehen auch hinten schön die Schlinge rauszieht, damit euch das da nicht zusammenrutscht. So, meine Nadel unten ist die, von der ich gestrickt habe. So, die habe ich rausgezogen.
Dann kippe ich das Ganze einmal wieder nach rechts und kann mir hier die obere Nadel in Arbeitsposition schieben. So, zack. Ziehe die Nadel raus und arbeite jetzt hier auf der zweiten Socke die zweite Hälfte von der ersten Reihe. So. So, und da bin ich auch schon am Ende und habe jetzt wirklich die zweite Hälfte von der ersten Bündchenreihe auf der zweiten Socke gestrickt. So sieht das aus. Jetzt habe ich hier wieder meine Nadel, die ziehe ich da durch. Da kommt sie. So. Und wie du siehst, bin ich jetzt hier bei der zweiten Socke beziehungsweise bei der ersten Socke angekommen, die wir ja vorhin auch zuerst angeschlagen haben. Und deswegen kann ich natürlich nicht mit diesem Faden weiter stricken. Den lasse ich fallen. Schieb mir das Bündchen hier drauf. Das ist am Anfang, ist das immer ein bisschen fest. In der zweiten Reihe, verspreche ich euch, flutscht das besser. So, dann nehme ich mir meinen Arbeitsfaden. Das ist der. Leg mir den wieder auf meinen Finger und da geht es nämlich schon los, dass ihr wirklich aufpassen müsst. Hier liegt es einmal drum. So, dann nehme ich mir den Faden und hier musst du wirklich schon aufpassen, dass sich das hinten nicht verheddert. Deswegen zwei Knäule am allerpraktischsten. Dann legst du dir einen Knäuel rechts hin und das andere Knäuel links hin und die verheddern sich nicht. So, auch hier stricke ich jetzt die zweite Hälfte der ersten Reihe von unserem Bündchen und das mache ich mal fix. So, und da bin ich auch schon am Ende und dann kann ich meinen Arbeitsfaden jetzt drauf lassen, denn ich bin ja hier vorne wieder. Ich habe jetzt eine Runde beendet. Das siehst du immer, wenn du am Anfangsfaden angekommen bist. Ich habe jetzt auf beiden Socken nämlich eine Runde beendet und dann ziehe ich hier hinten die Schlinge raus. So. Und jetzt siehst du, ich habe ein 80er Seil und du siehst, das ist insgesamt wirklich lang genug. Ja? Aber wenn du noch nicht so geübt bist, dann schnapp dir ruhig ein 100er Seil. Das heißt, ich ziehe die zweite Nadel hier durch. So, und kann die erste Nadel rausziehen und dann kippe ich das wieder um und dann kann ich mit diesem Faden wieder weiter stricken und beginne dann die zweite Runde. Und so strickst du im Prinzip dein ganzes Bündchen. Das heißt, wenn du dir das Prinzip einmal anschaust, ich habe hier meine beiden Socken liegen. So, ich lege die mal hin und hole dir hier mal, ich lege mal alles beiseite, damit du nur die Arbeitsfäden siehst. So. Hier siehst du, hier ist der erste Anfangsfaden und hier ist der zweite Anfangsfaden. So, also hier ist der erste Anfangsfaden, hier ist der zweite Anfangsfaden und hier oben sind deine Arbeitsfäden. Hier sind deine Nadelspitzen. Mit dem Arbeitsfaden kann ich jetzt wieder hier die erste Hälfte der Reihe arbeiten. Dann habe ich beide Nadeln hier in der Mitte und habe hier eine Schlaufe und habe da eine Schlaufe. Und dann wechsle ich wieder die Fäden. Dann stricke ich die erste Hälfte der Reihe hier, ziehe meine Nadel durch, ziehe eine Schlaufe durch, stricke die zweite Hälfte mit diesem Arbeitsfaden, weil das gehört ja zusammen. Dann bin ich wieder hier in der Mitte, habe rechts eine Schlaufe, habe links eine Schlaufe, muss dann in der Mitte den Faden wechseln, denn der hängt ja dann hier und mit dem stricke ich hier weiter. Und dann kann ich hier wieder rausziehen, meine Schlaufe ziehen und hier rundherum stricken. Das heißt, das Prinzip ist erste Hälfte erster Socken, erste Hälfte zweiter Socken, zweite Hälfte zweiter Socken, zweite Hälfte erster Socken. Als kleine Orientierungshilfe,
Immer dann, wenn ihr beide Nadeln auf einer Seite habt und die Schlaufe auf der anderen Seite, könnt ihr mit dem Faden weiter stricken. Wenn ihr die Nadeln in der Mitte habt und rechts und links eine Schlaufe, dann müsst ihr die Fäden wechseln, denn die sind hier immer in der Mitte. Das heißt, nochmal kurz erklärt, ich stricke mit dem ersten Faden bis hier in die Mitte. Da. Dann kann ich ja nicht weiter, weil der gehört zu der Socke, der muss ja dann hier rum. Dann nehme ich den zweiten Faden von der zweiten Socke, stricke mit dem bis hier ans Ende, kann dann meine Schlaufe wieder rausziehen und mit dem bis hierhin stricken. So. Dann muss ich den wechseln, weil hierüber komme ich nicht, denn ich bin wieder bei dem Faden angekommen, mit dem ich die zweite Hälfte von dieser Runde stricke. Und so machst du das für die Länge deines Bündchens. Achte drauf, in der Mitte wirklich den Faden wechseln. Nicht, dass du mit dem Faden weiter strickst, denn dann hast du beide Socken zusammengestrickt. Nochmal zur Orientierung, Schlaufe rechts oder Schlaufe an einer Seite, zwei Nadeln auf der anderen Seite, heißt Faden bleibt gleich, rechts und links eine Schlaufe, Nadel in der Mitte, heißt Faden muss gewechselt werden. Und am Anfang wirklich, wirklich drauf achten, dass ihr die nicht zusammenbringt. So, ich habe jetzt hier ein bisschen vorgestrickt von meinem Bündchen, um dir nochmal zu zeigen, wie das geht mit den zwei Socken gleichzeitig. Jetzt erkennst du ein bisschen mehr. Ich bin jetzt bei meinem runden Anfang angekommen. Den erkennst du immer daran, dass die beiden Anfangsfäden auf der rechten Seite sind. Da sind sie. Hier ist der Faden für den linken Socken und hier ist der Faden für den rechten Socken. Und die Runde geht jetzt und alle folgenden Runden gehen immer so. Ich ziehe mir die hintere Nadel raus, schiebe die vordere Nadel in Arbeitsposition, ziehe hinten die Schlinge nach. Den zweiten Socken kann ich mir direkt schon ranschieben. So, und dann stricke ich hier wirklich die erste Hälfte von meinem Bündchen. Also die erste Hälfte von dieser Reihe von meinem Bündchen. Die stricke ich jetzt ganz normal in meinem gewünschten Bündchenmuster ab. So, da bin ich am Ende angekommen. Jetzt muss ich ja hier hinten weitermachen. Da komme ich jetzt mit dem Faden nicht hin, weil ich beide Nadeln in der Mitte habe. Wenn ich beide Nadeln in der Mitte habe, habe ich rechts und links eine Schlaufe. Wenn ich rechts und links eine Schlaufe habe, habe ich auch beide Fäden in der Mitte. Einmal den Faden vom rechten Socken, der ist vorne. Und der Faden vom linken Socken, der ist hinten. Den nehme ich dann auf. Habe ich beide Nadeln in der Mitte, rechts und links eine Schlaufe, muss ich den Faden wechseln. Das heißt, ich nehme jetzt den Faden von meinem linken Socken und stricke die erste Hälfte von der Reihe vom linken Socken. So. Und auch da stricke ich mal ganz fix durch. So, jetzt bin ich hier angekommen an dieser Seite, habe zwei Nadeln auf einer Seite und habe auf der anderen Seite die Schlaufe. Jetzt ziehe ich hier die Schlaufe durch. Zack. Und habe, wie gesagt, zwei Nadeln auf einer Seite und auf der anderen Seite die Schlaufe. Wenn das so ist, muss ich den Faden nicht fallen lassen, denn dann klappe ich um und kann hier die zweite Hälfte von dieser Reihe stricken. Das heißt, ziehe die hintere Nadel raus, schiebe die vordere rein. So. Und stricke hier die zweite Hälfte von meiner Reihe ab. Vom linken Socken. So, und jetzt habe ich hier auch die letzten beiden Maschen. So. Wie ihr seht, bin ich wieder in der Mitte. Das heißt, ich habe rechts eine Schlaufe und ich habe links eine Schlaufe. Und in der Mitte meine beiden Nadeln und dann habe ich wieder
Der Faden, mit dem ich gerade gearbeitet habe, der ist vorne. Den lege ich jetzt nach rechts. Und der Faden hier von der ersten Reihe vom zweiten Socken ist die nächste Reihe beendet. Das erkennst du daran, dass sowohl der Anfangsfaden als auch der Arbeitsfaden auf der gleichen Seite sind. Und vom zweiten Socken sind die noch nicht da, also vom ersten Socken sozusagen, vom rechten Socken. Das heißt, den Faden nehme ich jetzt wieder auf, der kommt von hinten. Und damit stricke ich jetzt die zweite Hälfte von dieser Reihe. So. Und auch das ganz fix bis zum Ende. Und das ist halt auch schon das Prinzip von diesen Socken. Das heißt, du strickst die erste Hälfte vom rechten Socken. Dann wechselst du den Faden zu dem Faden vom linken Socken, strickst die erste Hälfte der Runde vom rechten Socken, ziehst die Nadel durch, strickst die zweite Hälfte der Runde vom linken Socken, bist dann wieder in der Mitte, wechselst die Nadel und strickst die zweite Hälfte der Runde vom rechten Socken. So, jetzt bin ich hier wieder angekommen und den Faden muss ich nicht wechseln, denn ich habe wieder auf einer Seite eine Schlaufe und auf der anderen Seite zwei Nadeln. Das heißt, kann die Nadel durchziehen, umklappen, bin hier wieder am runden Anfang und kann direkt weitermachen. Also nochmal kurz zur Verdeutlichung. Hier ist ein Arbeitsfaden, da ist ein Arbeitsfaden. Da ist ein Anfangsfaden, da ist ein Anfangsfaden, ich bin am runden Anfang. Ich stricke die erste Hälfte, bin dann hier in der Mitte. Kann ja nicht weiter, weil hier hinten, beide Nadeln sind hier und hier hinten ist nur Seil. Das heißt, ich wechsle den Faden, stricke die erste Hälfte, ziehe durch, stricke die zweite Hälfte, bin dann hier wieder mit beiden Nadeln in der Mitte und kann dann hier die zweite Hälfte vom rechten Socken stricken. So machst du das auch. Komplett für dein ganzes Bündchen. Ich stricke an sich 15 Reihen Bündchen. Du kannst auch mehr Bündchen stricken, wenn du möchtest. Und wenn du das gemacht hast, dann geht es weiter mit dem zweiten Teil. Und dort zeige ich dir, wie der Schaft gestrickt wird mit einem schönen Muster.